Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe euch ja bei meinem letzten Stampin' Up! Haul das neue Board hier gezeigt, was ich mir gekauft habe. Und habe ja gesagt, dass ich da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was mitmachen will. Und das habe ich auch. Und dann hatte jemand von euch unten in die Kommentare geschrieben, dass ich doch bitte mein Craft-Update machen soll. Dann zeige ich euch gerade mal so ein paar Sachen, die ich da gemacht habe. Und zwar zum Beispiel dieses hier. Da habe ich diesen Action-Stempel, den ich von Miss Fruchteis geschenkt bekommen habe, genommen. Und hier ein Spruch dazu, der war von Stampin' Up. Die Breads waren auch mal von Stampin' Up. Und dieses Papier hatte ich irgendwann mal in einer Tauschpost. Ja, und so sehen diese Tütchen dann fertig aus. Also ich habe es hier mit Breads verschlossen und die erste, die ich gemacht hatte, mit dem gleichen Stempel auch, die hatte ich mit Bändchen verschlossen. Ja, ich finde es mit den Breads ein bisschen schöner, ehrlich gesagt, aber es liegt wahrscheinlich auch an diesem Band. Das ist ja so ein ziemlich festes Band, was sich auch nicht ganz so gut knoten lässt. Also Knoten schon, aber die Schleife geht ein bisschen schwierig. Kriegt man halt nur so was Großes hin, also ich zumindest. Obwohl die hier gefällt mir noch ein bisschen besser als die, aber naja, egal. So, ja, das waren die beiden. Dann habe ich von dem Papier, was ich dieses For You oder Friends For You oder so, wie das heißt, was ich bei Dieter bestellt hatte, das habe ich genommen und dann habe ich mir hier einen von diesen Teilen ausgeschnitten. Und habe mir hier noch ein paar von diesen Nuvo Drops drauf gemacht. Ja, auch wieder mit Breads verschlossen, weil wie gesagt, ehrlich gesagt, gefällt es mir besser und finde es auch einfacher. Ja, dann hatte ich Actionpapier genommen und hatte mir hier mit den Kakteen so verschiedene Sachen gemacht. Das hier war einmal dieser neue Kakteenstempel, wo ich noch gesagt habe, ach, weiß ich nicht, ob ich den mal verwenden werde. Und dieser hier, da hatte ich ein Restpapier von dem über und habe das dann halt hier drauf geklebt und ja, hier hinten ein bisschen schlichter und hier vorne halt noch so ein Kaktus, ein bisschen Washi und mit diesen Bloodbreads, die ich mal von Doreen Beats bestellt habe, verschlossen. Ja, hier Happy Fiesta noch mit drauf gestempelt. So, das ist auch Actionpapier und das habe ich gemacht mit diesem 30x15 Papier und das geht sogar ganz gut. Das war das hier übrigens auch. Mit dem Papier vom Action, mit dem 30x30 geht es leider überhaupt nicht. Also das bricht und reißt sofort. Und das hier ist Papier von Stampin' Up, Babyglück und ja, da sieht man halt einfach die Qualität. Reißt überhaupt nichts, es bricht nichts und ja, ist halt, also ich muss das immer wieder sagen, man sieht einfach die Qualität, das ist einfach so. Wobei es hier jetzt wirklich auch so ist, dass nichts gerissen ist, aber bei dem einen Papier, weiß jetzt nicht genau wo, bei dem einen Papier von Stampin' Up, da war es mir ein bisschen eingerissen. So, nicht von Stampin' Up, Quatsch, von Action. So, dann hatte ich noch was ausprobiert und das ging echt schwierig. Und ja, und zwar hatte ich so Valium-Papier noch über. Und vielleicht könnt ihr das sehen. Ich glaube, ihr seht es nicht. Also hier unten ist es zum Beispiel auch noch ein bisschen eingerissen. Und ich habe es überall, wo es so ein bisschen eingerissen war, habe ich es mit Tesafilm gerettet. Aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in der Kamera, das Schimmern. Hier ist wirklich an fast jeder Kante ist hier Tesafilm dran. Und hier vorne ist es auch noch ein bisschen eingerissen, wo ich noch keinen Tesafilm dran habe. Also es geht mit dem Valium-Papier, aber echt schwer. Und ja, ich finde, die knickt sich auch doof. Also irgendwie bin ich da noch nicht mit zufrieden. Ich wollte eigentlich noch andere Papiere ausprobieren, aber ja, ich habe mir gedacht, erstmal reicht das jetzt, um euch ein bisschen was zu zeigen. Ja, und jetzt habt ihr die alle so schön gesehen. Und dann dachte ich mir, werde ich natürlich auch eine mit euch zusammen machen, um euch auch dieses Board mal zu erklären. Und das sieht zwar ein bisschen kompliziert aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Und zwar habe ich mir wieder Actionpapier rausgesucht. Wieder dieses 30x15 Papier. Und dann nehme ich mir erstmal mein Schneidebrettchen. Und man hat bei diesem Brett immer drei Auswahlmöglichkeiten.
Also man kann immer nur die Breite bestimmen, die Länge aber nicht. Also die Länge könnt ihr machen, wie ihr wollt, meine ich. Und die Breite ist eben vorgegeben. Und die Breite ist eben so vorgegeben, das kann man sich gut merken, für eine Esstüte oder für ein Essgeschenkpäckchen nimmt man 10 Inch, für eine M 11 Inch und für eine für ein L eine 12 Inch Größe. Und hier bei dem reicht es leider nicht ganz für ein 12 Inch. Also könnt ihr das sehen, da reicht es nicht ganz. Deswegen nehme ich bei denen hier immer die M-Größe. Und ich finde die eigentlich auch ganz angenehm. So. Ja, den Rest packe ich mir dann hier natürlich an die Seite. Das kann auch schon an die Seite. So, dann hole ich als erstes hier unten das Falzbein heraus. Und jetzt funktioniert das Ganze wie folgt. Wir nehmen uns die erste Kante. Wichtig ist, dass wir es bis nach ganz oben schieben. Also ihr seht, ihr habt hier ziemlich viel Platz. Und hier ist als erstes mal eine Linie angegeben. Als allererstes, weil ich das immer gern vergesse, müssen wir hier oben eine Linie ziehen. Die zieht man immer, egal was man gerade macht. Dann wird gepanscht. Als nächstes, also das ist jetzt quasi ein Seitenteil, so ein Teil hier. Also nicht Seite, sondern halt eben vorne oder hinten. Als nächstes habe ich hier schon was vergessen. Genau, guckt mal. Erzählt man so viel und dann vergisst man schon. So, jetzt muss man sich merken, wir hatten ja 11 Inch genommen. Also ist es eine M-Größe. Also gibt es nochmal hier eine Falz bei M. So, das war ganz einfach. Jetzt dient uns diese Falzlinie von dem M hier mit der Nase reinlegen. Also hier ist eine kleine Nase. Ich hoffe, ihr seht die. Und dann wieder punchen, wieder die horizontale Linie ziehen, damit wir sie nicht vergessen. Und da das hier jetzt ein Seitenteil ist, also wir haben halt immer vorne Seite, hinten Seite. So funktioniert es. Und bei dem Seitenteil müssen wir hier auch diese Ecke falzen und wieder hier runter. Und dann diesen Schritt hier für die Seite. Wenn ihr ein Papier habt, was zum Beispiel so ein Muster hat, müsst ihr ganz wichtig daran denken, dass ihr das verkehrt rum einlegt und das Muster euch quasi falsch rum anguckt, weil ansonsten habt ihr die Tüte verkehrt rum, weil das hier ist ja natürlich später der Boden. So, hier haben wir jetzt drei Längslinien und diese beiden und diese hier hatte ich, glaube ich, schon gemacht. So, diese hier ignorieren wir natürlich komplett. Und die, die wieder bis zur Nase geht, also die komplett durchgezogene Linie, das ist unsere nächste. Und wir punchen wieder, ziehen wieder die horizontale Linie und wieder bei M, da wir ja ein Frontteil haben. Und als nächstes fehlt dann natürlich wieder das Seitenteil. Also punchen und alle Falzlinien für die Seite machen und die horizontale nicht vergessen. So, jetzt zum Schluss müssen wir hier auch noch mal punchen. Das wird später unsere Klebelasche. Und damit wir hier diesen schönen Abschluss haben, punchen wir hier auch noch mal. So, dann unseren Rest in den Müll. Jetzt drehen wir uns das Brett einmal um und auch unser Teilchen hier. Und als erstes setzen wir hier genau die Nase an die Linie, also genau auf die Mitte der Linie, gucken hier oben, dass wir schön gerade sind und punchen. So, und jetzt kommt hier nämlich so ein Loch. Als nächstes nehmen wir die erste Linie von der Seite und punchen wieder. Und wir sehen zwei Löcher. Warum, erkläre ich euch gleich. Diese Falz hier von der Seite, die ignorieren wir und gehen weiter an die nächste Falzlinie. Und punchen auch wieder. So, und das machen wir jetzt quasi bis zum Ende, dass wir halt die mittlere Falz, die Seitenlinie halt immer ignorieren. Also die mittlere Falzlinie. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Dann schmeißen wir hier unser Konfetti nochmal weg. Ja, wer will, kann das natürlich auch aufheben. Ne? So, und jetzt können wir uns das Ganze schon zurechtschneiden. Und zwar mache ich das so, dass ich mir die Klebelasche anschräge. So, von der Ecke zu dem
und somit schneide ich hier oben diesen Zuppel auch gleich weg, den brauchen wir ja auch nicht. So, dann falze ich mir das Ganze einmal um und zwar erstmal nur an den durchgehenden Falzlinien und danach nehme ich mir das Ding so und klappe das hier einmal so zusammen und drücke mal so bis zu dem, wo sich hier dieses Dreieck quasi, wo das Dreieck anfängt, bis zur Spitze, so weit falte ich mir das einmal runter. Das mache ich hier auch, so einmal bis da, dann lässt sich das nachher schöner legen. So, ja, und jetzt ist es erdenklich einfach. Einfach nur hier oben Kleber drauf. Was für einen Kleber ihr da nehmt, ist völlig euch überlassen. Ob ihr jetzt doppelseitiges Klebeband nehmen wollt oder Flüssigkleber. Bei Flüssigkleber wissen wir alle, ist natürlich immer der Vorteil, dass man es noch ein bisschen hin und her schieben kann. Und einfach nur diese Seite auf diese. Und dann schieben wir uns das alles schön hin, dass das überall schön abschließt und drücken es fest. So. Und wenn wir das gemacht haben, dann klappe ich mir das immer noch mal auf und drücke hier die Klebelasche noch mal schön fest. Jetzt drehe ich es mir so rum und knicke hier meine Falzlinien einmal erstmal so hin. Ich weiß nicht warum, bei mir immer hier am Rand, da hält es nicht so gut, obwohl ich da eigentlich schon immer darauf achte, genug Kleber zu haben. Aber das ist nicht schlimm, da mache ich mir noch mal einen Tropfen Kleber drauf. Und halte es noch mal einen Moment fest, vielleicht weil ich es auch einfach zu schnell mache und der Kleber dann noch nicht fest genug ist. So, und jetzt nehme ich mir den Kleber und klebe hier einfach auf diese Laschen Kleber drauf. Dann kommt das erste Ding hier rum. Und jetzt mache ich hier von innen und zwar nur hier oben Kleber drauf. Upsi. Weil sonst quillt da nachher so viel Kleber raus. So, und das klappe ich einfach nur um. Guck nochmal, dass ich es ein bisschen gerade schiebe. So, und dann drehe ich mir das Ganze um und mache mir das wieder mit meinem Kleber hier fest. So, und schon kann ich es hier zusammenklappen und ihr seht jetzt durch diese beiden Löcher, also dass die Löcher alle dann auf einmal übereinander passen. Und da kann man dann eben entweder ein Bändchen durchmachen oder Brads oder irgendwas zum Verschließen. So, zum Dekorieren habe ich mir dieses Set hier jetzt rausgesucht, auch vom Action. Und natürlich möchte ich hier auf jeden Fall das Faultier verwenden. Und das werde ich hier einfach mal so mittig platzieren. Ich habe leider keinen Spruch, so irgendwas mit Lust abzuhängen oder irgendwie sowas würde ich jetzt lustig finden. Ich habe zwar Buchstabenstempel, habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust drauf, die alle einzeln rauszunehmen und mir das zurechtzubasteln. Also ich könnte hier mit diesem Set von Stampin' Up. Das ist übrigens eins der neuen Sets und so ist auch das Design der neuen Stempelpakete. Und hier bei dem ist echt cool, weil hier sind zum Beispiel zweimal T, zweimal S, zweimal R, zweimal P, zweimal O, Doppel N. Also wir haben hier nicht alle Buchstaben, aber die meisten Buchstaben sind hier doppelt vertreten. Und das finde ich total cool, weil ganz oft hatte ich so, dass mir halt ja beim Stempeln dann Buchstaben gefehlt haben und das ist bei diesem Set echt cool, dass die halt öfter drin sind. Also ihr seht das hier zum Beispiel, ne? Da sind die wirklich einfach häufiger drin und das ist natürlich super praktisch. So, ja, also ich könnte mir das jetzt hier zusammenbasteln, Bock abzuhängen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich belasse es jetzt aber einfach so. Es war ja jetzt auch einfach nur dafür gedacht, euch das einmal zu zeigen, wie es eben funktioniert und wie man es zusammenbastelt. So, eine Sache möchte ich noch sagen. Achso, ich hatte mir hier noch diese Brads zurechtgelegt, wieder die grünen mit den Blättern, weil die natürlich gut dazu passen.
So, gucken, dass ich das Blatt auch richtig rum habe. So. Na, die lassen sich manchmal ein bisschen doof öffnen. So. Jetzt. So. Da haben wir's. So, okay. Ja, so sieht es dann geschlossen aus. Und diese Seitenlinien, die knicken sich hier von ganz alleine ein. Wenn man will, kann man sich auch das Ding nochmal komplett umknicken. Also hier quasi jetzt den Finger gegen drücken und dann das Ganze nach hinten drücken. Dann liegt es wirklich schön platt und man hat es flach eben liegen zum Aufbewahren, so lange bis man es verwendet. Möchte ich jetzt hier aber nicht machen, wenn ich es nicht unbedingt muss. So, ihr Lieben, eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar, wenn man Tüten macht, die länger sind als dieses Teil hier, dann gucke ich immer, dass ich eben die Falz nur bis etwa hier hinziehe, so in etwa, wo das Brett zu Ende ist, und den Rest dann eben offen lasse. Und dann nehme ich mir einfach mein Lineal, lege es an mein Papier, direkt an meine Falzlinie an, nehme das Falzbein und ziehe dann eben da weiter, damit ich bis zum Ende komme. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn das Papier jetzt, sagen wir mal, so lang ist und ihr eben, das Brett geht ja nur bis hier, und wenn ihr dann abrutscht, da hört ihr es ja schon, da macht es dieses Plopp, und gerade bei diesem Action-Papieren, egal bei welchem, das reißt euch dann. Und dann ist die ganze Arbeit dahin und dann kann man nochmal von vorne anfangen. Deswegen dann immer darauf achten, dass ihr eben nur bis hier ungefähr falzt und den Rest dann eben mit dem Lineal nachzieht. Aber das ist ja auch kein großes Ding. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Mehr gibt es dazu schon gar nicht zu sagen. Also ich bin sicher, dass man damit noch viele andere coole Sachen machen kann. Ich werde mich mal so ein bisschen im Internet schlau lesen und werde mal schauen, was man da noch Cooles mitmachen kann. Und ja, vielleicht werde ich euch dann das ein oder andere noch mal zeigen. Okay, ihr Lieben. Ja, wie gesagt, das war es schon von mir für heute. Ich nehme mir mal diesen hübschen Kerl hier fürs Schlussbild. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.